In diesem Video möchte ich euch 4 toll gemachte Gameplay-Objekte für Kleinkinder sowie neue Hochbetten für eure Sims vorstellen. Wir wissen alle, dass die Sims-Community oft großartige Mods und tolle CC-Objekte für uns Spieler erstellt, so auch wieder die Simmerin Panda Sama. Sie hat insgesamt 4 verschiedene Gameplay-Objekte veröffentlicht, die für die Kleinkinder im Spiel gedacht sind. So gibt es neu eine kleine Schlafmatte in ein paar bunten Farbvarianten und kindlichen Mustern, auch das kleine Schaukelpferd, die Kleinkinderschaukel für daheim und der Basketballkorb extra für Kleinkinder wurden mit viel Liebe umgesetzt. Diese sind voll funktionsfähig und lösen bei den kleinen Sims ebenfalls die richtigen Emotionen aus. Diese Art von Objekten würde mir ebenfalls für eine mögliche Generationenerweiterung unfassbar gut gefallen, gerade da Kleinkinder in der ganzen Zeit, seitdem es die Sims 4 gibt, nicht wirklich mit unfassbar vielen neuen Objekten ausgestattet wurden. Ebenfalls erwähnenswert finde ich, dass alle Objekte für Mod-Verhältnisse recht gut aussehende Animationen erhalten haben. Hier merkt man mal wieder, dass die Modding-Community immer größere Schritte macht. Am Anfang von Die Sims 4 konnten wir uns schon freuen, wenn allgemein Objekte im Spiel animiert waren. Wenn ihr euch die Objekte kostenlos herunterladen wollt, müsst ihr euch derzeit noch bis zum 22. April gedulden. Allerdings könnt ihr die Inhalte aber auch jetzt schon für ungefähr 3,50 € bei Patreon freischalten. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und als nächstes wollte ich euch ein weiteres tolles Objekteset vom Simmer Seeksam CC vorstellen. Dieser hat ein Objekteset aus insgesamt 8 verschiedenen Objekten erstellt, mit dem auch neue Hochbettenvarianten im Spiel zur Verfügung stehen. Es gibt einen neuen Teppich in verschiedenen Farben, ein nadeliges Wandtattoo und die neuen Bettvarianten, bei denen individuell die Bettwäsche unabhängig vom eigentlichen Bett festgelegt werden kann. Mit Abstand am besten gefällt mir aber wirklich der Stil der Betten. Die kleine Leiter sieht hier aus wie eine Strickleiter. Über dieses Hochbett hätte ich mich als Kind bestimmt auch sehr gefreut. Den Link zum kostenlosen Download findet ihr hier ebenfalls in der Beschreibung. Werdet ihr euch eines der beiden Objektesets herunterladen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.